Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse und Teigwaren, aber auch ein gutes Olivenöl sind ein paar Stichworte, die einem in den Sinn kommen, wenn man an die südländische Küche denkt. Auch bei uns setzt sich die gesunde Mittelmeerdiät mehr und mehr durch. Nicht zuletzt, weil alle Zutaten, die es braucht, jetzt überall erhältlich sind. In unseren Läden gibt es zum Beispiel das Olivenöl Extra Vergine und Extra Vergine Fruttato von Filippo Berio, einem der grössten Produzenten in der Toskana. Zmitten im Naturpark, an der Grenze zwischen den Provinzen Pisa und Lucca, liegt die Fattoria Traversagna, wo das Öl presst und abgefüllt wird. Die traditionellen Kulturen sind durch einen zeitgemäßen Olivenhain ersetzt worden. Sie werden bei Regen entwässert und im Sommer berieselt. Das macht vom Wetter unabhängig und es gibt regelmäßig eine gute Ernte, ohne viel Dünger und Schädlingsbekämpfung. Wegen der breiten Reihen und dem kegelförmigen Schnitt der Bäume kann man für alles landwirtschaftliche Maschinen einsetzen. Auf diese Art geht das Ernten viel schneller und der typische Charakter der Oliven wird bis zum Pressen erhalten. Goldgel mit grüner Reflex wird das Öl jetzt abgefüllt. Mild und leicht fruchtig im Geschmack und mit einem sehr tiefen Säuregehalt. Und so können Sie es bei uns kaufen. Olivenöl Filippo Berio Extra Vergine und Extra Vergine Fruttato. Weil aber auch das beste Olivenöl nicht ohne Rezept auskommt, haben wir auch heute wieder Armin Amrain eingeladen. Und er zeigt uns ein köstliches Fischgericht aus seinem Repertoire. Richtig, und zwar Dorschfilet auf Toast mit Olivenpaste. Grüezi miteinander. Den Fisch auftauen und mit Zitronensaft und Pfeffer marinieren. Schwarze und grüne Oliven mit Knoblauch, Zitronensaft und Olivenöl im Kötter zu einer streichfähigen Paste verkleinern und mit Pfeffer abschmecken. Dann eine ausbutterte Gratinform mit leicht getoasteten Brotscheiben belegen und die Hälfte der Paste draufstreichen. Den gut abtropften Fisch leicht salzen, im Mehl wenden und im heißen Öl auf jeder Seite ca. 1 Minute anbraten. Auf die Brotscheiben legen, mit der restlichen Masse bestreichen und im Ofen ungefähr eine Viertelstunde backen, bis sie leicht Farbe angenommen hat. Mit abgeriebenen Zitronenschalen bestreuen und mit einem Salat und Ofenherdöpfel servieren. Auch das Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Danke, Armin. Ende September kann es je nachdem schon empfindlich kühl werden und der nächste Winter kommt bestimmt. Eine gute Isolation vom Haus erhöht darum nicht nur den Wohnkomfort, sie schont auch die Umwelt und hilft, erheblich Heizkosten zu sparen. Neben Isolationsmaterial aus Glaswolle von Isover finden Sie in unseren Bau- und Hobbymärkten für die Wärmedämmung auch Produkte aus Herzschaum. Das Zuschneiden und das Montieren ist auch für weniger geübte Hobbyhandwerker unkompliziert. Und die leicht verständliche Anleitung sorgt dafür, dass Fachausdrücke wie Dampfsperre bald einmal keine Fremdwörter mehr sind. Auch eine Decke oder die Wände zu isolieren zahlt sich aus. Richtig ausgeführt sorgen die Arbeiten für ein angenehmes, ausgeglichenes und gesundes Wohnklima und verhelfen außerdem gerade auch noch zu einem besseren Schallschutz. Lassen Sie sich im Bau- und Hobbymarkt von unseren Fachleuten beraten. Selber isolieren ist günstiger und erst noch ein Vergnügen. Vergnügen machen diese Woche bestimmt auch wieder unsere Aktionen. Ein Kilo Dolbananen kostet 2,20. Mit der Coop Supercard kommen Sie Viando, Hals und Rippli geräucht zum halben Preis über. Und beim Kauf von unseren Frischspitzen an 180 bis 450 Gramm, zum Beispiel Pizza Prosciutto, gibt es 150 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Superpunkte sammeln können Sie ab sofort auch in Ihrer Importparfümerie. 1000 Punkte zum Beispiel mit Estée Lauder Beautiful für 62,90. So viel für heute aus dem Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.